Willkommen zurück zu SFS Sonnensystem. Heute kommt unser erster Mond dran. Und zwar, ihr habt es schon gesehen, es ist eine Referenz zu Kerbal Space Program. Und zwar, Mintus. So, und da haben wir unseren kleinen Planeten. Ihr seht, wir haben hier diese großen Streifen, die da so rübergehen. Das erinnert halt so ein bisschen an ein Minzeis. Und da haben wir hier überall diese klitzekleinen Kraterrisse, keine Ahnung. Ich finde, sieht ganz gut aus. Und dann speichern wir das erstmal als Projekt. Und zwar Mintus. Dann speichern wir das auch nochmal als Bild. Als PNG natürlich. Und ja, ich habe noch gar nicht geguckt. Das ist richtig. 1280 mal 1280. Wir sind auch noch nicht fertig. Wir müssen nämlich auch noch ein paar andere Sachen machen. Nämlich, ich mache nur eine ganz dünne Atmosphäre und das wird auch nur eine visuelle. Keine Sorge. Und dann machen wir das so. Es sollte eigentlich nur minimal zu sehen sein. Also ganz in Ordnung, würde ich sagen. Und dann speichere ich das auch mal hier als Mintus. Mintus, Atmo, so. Und dann nochmal als Bild. Genau. Und dann gehen wir rüber. Nicht hier, sondern hier. Pixellab umbenennen Mintus und Mintus unterstrich Atmo. Sehr schön. Ich meinte natürlich Atmo Mintus und nicht Mintus Atmo. Aber so rum ist es auf jeden Fall richtig. Dann wählen wir das aus. Sagen ausschneiden, gehen raus und dann Android, Data, das Spiel, Files, Custom Solar Systems und dann Plagaris System und Texture Data. Da fügen wir das ein, haben wir Mintus und Atmo Mintus. Und ich würde dann jetzt hier in Example reingehen, Planet Data und den Mond dazu auswählen, weil der relativ ähnlich ist, würde ich sagen. Ich werde den dann um einiges kleiner machen. Wir fügen das erstmal hier ein und sagen nicht ausschneiden, hoppla, sondern umbenennen und sagen dann Mintus, genau. Und dann öffnen wir das. Und zwar natürlich mit Quick Edit. Und da haben wir es. Es wird eine Menge geben, die wir hier verändern werden. Auf jeden Fall erstmal hier. Mintus. Und es hat gar keine Atmosphäre bisher. Aber das machen wir gleich. Terra. Nicht so weit weg. Machen wir mal erstmal ein Zehntel. Schauen uns das dann mal an. Ja. Ich werde wahrscheinlich eine eigene Height-Map machen, aber das kommt gleich noch. Das kommt hier auf jeden Fall weg. Ich glaube, bei den letzten paar Malen haben wir 0,95, 0,97 gemacht, keine Ahnung. Hard Rocks, Soft Rocks, Dark Dust werde ich jetzt erstmal so lassen.
Flat Zones, nein, das machen wir später mit Hilfe der Heatmaps. Also vielleicht kennt ihr ja MinMiss aus Kerbal Space Program. Das ist ja ein sehr merkwürdiger Mond. Er hat so eine teilweise sehr flache Oberfläche, aber dann auch wieder hohe Hügel. Und das werden wir dann auch machen. Aber zunächst würde ich ganz gerne die Atmosphäre einfügen. Und zwar haben wir das hier. Wählen wir aus. Und zwar so. Und dann gehen wir runter. Ist direkt vor Terrain Data. Und sagen kopieren. Gehen wir hier hin. Gehen hier eins runter. Eins, zwei. Und gehen auf Einfügen. Dann sieht das Ganze so aus. Ich glaube, das ist richtig. Sehr schön. Dann sagen wir hier nicht Atmo Europa, sondern natürlich Atmo Mintes. Die Höhe 3000. Dann sagen wir hier einfach None. Es gibt keine Wolken. Und ja, ich werde das hier einfach auf 0 ändern, damit das euch nicht verwirrt, falls ihr da noch irgendwas ändert. Also 0, 0,000. Dann natürlich auch 0,0. Alpha auch auf 0,0 und Velocity 0,0. Der Nebel. Da müssen wir nochmal gucken. Wir müssen es natürlich noch grün färben. Genau, die Farbe. Die Farbe war, ich weiß es nicht mehr. Es war so ein Grün auf jeden Fall. Ein Grün. Also machen wir mal, wir lassen es mal auf 0,38, das Grüne. Und machen das hier mal auf so 0,05, 0,05. Und das hier machen wir doch vielleicht auf 0,4. So, dann sollte ein relativ gutes Grün rauskommen. Müssen wir halt gucken. Ja, Nebel werden wir uns noch anschauen. Planetentextur ist richtig. Und das mit der Heatmap. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich werde eine Heatmap machen. Also das hier kann weg. Da kann das Komma auch weg. Und hier ein Texture Formula. Wie gesagt, habe ich ja vor dieser kleinen Serie hier später. Das habe ich ja vor der kleinen Serie hier schon erklärt. Ich weiß nicht, wofür das da ist. Ja, daher habe ich es einfach jetzt weggemacht. Post-Processing und Fog. Das werden wir noch jedenfalls ändern müssen. Und ich würde jetzt mal ganz gerne trotzdem hier oben hingehen. Wir sagen dann mal, wie groß machen wir das? Ich glaube, relativ klein. So 45.000 vielleicht. Die Gravitation machen wir mal auf 1,05. Einfach so. Ja, Time-Warp-Height ist okay. Velocity-Error-Height. Ich würde auch mal sagen, so 5.000 vielleicht. Oder 2.000. Ja, machen wir mit 2.000. Genau. Dann speichern wir das Ganze und dann gehen wir hier rüber und zwar 45.000 war das. Machen wir mal 46.000. Ja, das sind natürlich 600, 460.000 und dann sagen wir hier Mintos. Genau. Und dann gehen wir rüber in SFS und wir sind knapp 800 Meter über der Oberfläche. Dann zoomen wir mal raus. Okay, die Oberfläche ist schon ein bisschen merkwürdig. Und ja, die Farben müssen wir definitiv noch abändern. Also das mit dem Nebel. Und wir sind tatsächlich sehr nah. Oh. Okay, das ist ein bisschen zu grün, würde ich sagen. Machen wir mal noch ein bisschen mehr Blau rein. Das ist schon sehr nah an Terra dran. Das ändern wir auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall viel zu grün. Und das hier ist mir zu blau. Und dann natürlich noch die
Oberfläche, die müssen wir auch noch ändern. Ja, ich würde es mal so lassen. Ich werde das dann gleich noch mal verändern. Jedenfalls wollte ich ja noch was machen. Und zwar das hier. Machen Sie erstmal transparent. Die Bildschirmgröße, Breite machen wir auf 1280 und die Höhe, ich würde sagen, wir machen es auf 400 vielleicht. Also etwa so. Und dann fügen wir eine Form hinzu. Also wir machen jetzt quasi, das ist jetzt das Tutorial für die Oberfläche quasi, für die Heatmaps. Also wenn ihr eine machen wollt, passt gut auf. Wir machen hier jetzt so eine gewöhnliche Form. Wir machen ein Schloss dran. Und Relative Position packen wir hier in die Mitte. Und vielleicht nicht unbedingt dahin, sondern weiter nach unten. Also etwa so. Und dann gehen wir zum Malen. Und dann holen wir uns Weiß. Ja, also ihr könnt im Grunde jede Farbe nehmen. Ich glaube Schwarz nicht. Aber ansonsten jede. Es macht keinen Unterschied. Ich benutze es jetzt einfach weiß. Also im Grunde, wenn ich an Minmus denke, in Kerbal Space Program, dann denke ich an eine sehr flache Oberfläche mit sehr, sehr wenigen Hügeln. Sowas hier. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe bisher noch keine Heatmap gemacht. Also ich habe schon ein paar ausprobiert, die dann meistens ein bisschen chaotisch waren. Nicht besonders gut. Aber man könnte einfach sowas hier versuchen. Und das wiederholt sich dann. Dann haben wir hier diese ganz langen flachen Flächen und dann ein paar kleinere Berge. Und ich finde, das würde so ziemlich wie Minmus dann aussehen. Ja. Ich weiß nur nicht, ob das hier so geht. Also es muss ja im Grunde, es muss alles schräg sein, weil wenn ihr quasi so einen Überhang habt, dann könnte es sein, dass es nicht funktioniert. Aber wir lassen das mal so. Machen da auch mal ein Schloss dran. Als Projekt speichern. Mintos. Und Height Map. Genau. Und dann speichern wir das noch als Bild. Speichern. Und dann gehen wir rüber hier in Z-Archiver. Gehen zu Pixel Lab. Und hier gehen wir auf Umbenennen und sagen einfach nur Mintos. Ausschneiden. Android Data. SFS. Files. Custom Solar Systems. Flaggaris System. Nicht Planet Data, sondern Heatmap Data. Und dann fügen wir das hier ein. Dann haben wir es, Mintos PNG. Und dann gehen wir rüber in Quick Edit. Und das ist jetzt hier der dritte Neustart, also ein neuer Rekord. Das ist Terra. Ich schließe mal jetzt Terra auch, brauchen wir nicht mehr. Dann gehen wir hier hin und statt Craters sagen wir jetzt Mintos. Und natürlich, die Zahl müssen wir da noch ändern. Wir haben 45.000, also wie bei den Wolken beim letzten Mal, berechnen wir jetzt auch den Umfang. So, also, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt gefixt, wie ihr sehen könnt. Da ist schon mal ein Riesenberg. Und ich habe irgendwie 12 Stück von denen. Das sieht dann etwa so aus. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Ich habe den Nebel ein bisschen verändert. Ich habe tatsächlich die Planetentextur neu gemacht. Also die Farben nochmal ein bisschen abgeändert. Und jetzt haben wir hier diese wunderschönen Berge. Mein Fehler war, dass ich eine viel zu große Zahl genommen habe. Und das ist jetzt hier der vierte Neustart. Sehr merkwürdig. Jedenfalls
Haben wir hier. Ihr seht, das sind so 23.000. Vorher waren es irgendwie, keine Ahnung, 71 Millionen oder so. Das liegt daran, dass ich den Flächeninhalt berechnet habe, statt den Umfang. Der Flächeninhalt ist ja Pi r Quadrat und der Umfang ist ja 2 Pi r. Also ich hatte eine weitaus höhere Zahl, als eigentlich nötig war. Damit habe ich nicht mal einmal die gesamte Heatmap um den Planeten herum bringen können. Und deshalb sah das dann eben so komisch aus. Aber jetzt haben wir es. Und natürlich habe ich es geschlossen. Ist jetzt ganz schön geworden. Also wir haben es ja hier. Mintos. Mit der sehr grauen Atmosphäre. Werde ich noch ein bisschen ändern. Aber da sind die Berge. Ist ganz gut geworden, würde ich sagen. Das hier stimmt vielleicht noch nicht ganz. Ja, noch ein bisschen heller. Und das ist vielleicht sogar ein bisschen zu weit weg. Aber es sind alles Sachen, die ich noch später ändern werde. Ansonsten war es das jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.